Hallo und guten Tag. Sie möchten sich sicher, ruhig und stabil fühlen, ohne autogenes Training und ohne progressive Muskelentspannung? Wie sowas funktionieren kann, zeige ich Ihnen heute durch eine innerkörperliche Massage in der Klangwiege. Mein Name ist Kaspar Habeke und ich forsche schon seit über 30 Jahren an dem Thema Schwingung und Gesundheit und was man alles Schönes und Wohltuendes mit Musik machen kann. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier in Schwelm in der Praxis Klangheilraum bei Anke Wiesbrock. Und Anke, du nutzt sie ja schon seit einigen Jahren. Was für Leute kommen oder warum kommen die Leute? Also warum macht es Sinn, sowas erleben zu wollen? Ja, das macht insofern Sinn, dass man sich eben mal wieder, wie du gesagt hast, komplett spüren kann. Und Menschen, die kommen, haben manchmal so den Kontakt zu sich selber verloren. Und das merken sie daran, dass sie in Stress geraten. Das merken sie daran, dass sie Probleme entwickeln oder eben auch Körpersymptome entwickeln. Und die Klangwiege schafft erstmal diese Basis, erstmal wieder in einen guten Kontakt mit sich zu kommen. Also nicht über den Schmerz, aua, mir tut was weh und Mist, ich will das weghaben, also in dieses Abwehren. Sondern in der Klangwiege kann ich erstmal wieder zu dem, was ich eigentlich bin, Kontakt aufnehmen. Ich kann meinen Körper in einer positiven Weise spüren und kann daraus eben auch, also damit kann man auch psychotherapeutisch arbeiten. Man kann aber auch sagen, okay, das ist jetzt hier heute nicht mein Anliegen. Ich möchte einfach Entspannung. Ich weiß, ich brauche mehr Entspannung in meinem Leben und das ist die schnellste Form, wie ich effektive Entspannung in einer Stunde erleben kann. Ohne dass ich jetzt einen Kurs belegen muss in autogenem Training, wo ich dann doch mit Gedanken wieder woanders bin. Und das geht auf alle Ebenen, körperlich, seelisch, psychisch. Es wird, man kann auf allen Ebenen auftanken. Dieses Auftanken, die Leute kommen angestrengt, mit einem angestrengten Blick und gehen eigentlich alle mit einem Lächeln und einem fröhlichen Blick hier wieder raus. Und das ist natürlich eine wunderbare Arbeit. Ja, es ist ein Instrument, was dich eintauchen lässt in dein eigentliches Sein, weil das vergessen wir ja. Wir sind ja, arbeiten ja, sind nur in Rollen unterwegs, als Mutter, als Musiktherapeutin. Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Also jeder hat seinen Beruf, jeder hat seine Rollen innerhalb des Familiensystems. Und damit identifizieren wir uns. Und wir liefern ab, ja, wir liefern ab für diese ganzen Rollen. Und das, was uns eigentlich verloren geht, meines Erachtens, warum wir alle in Stress sind, ist, dass wir die Verbindung zu dem ursprünglichen Dasein verloren haben. Wir kommen auf die Erde und alle sagen erstmal, oh, was ist das für ein schönes Kind, schauen dieses Baby an und das Baby muss einfach nur da sein und bringt Entzücken in die Gesichter der Umstehenden. Und man ist einfach da und wird geliebt. Das ist eigentlich so der Urzustand, in dem wir alle leben müssten. Wir leisten, meinen, wir müssen funktionieren und vergessen das, diesen Urzustand. Und die Klangwiege bringt uns eigentlich wieder in diesen Urzustand unseres Seins zurück und erinnert uns wieder, eigentlich ist doch alles gut. Ja? Also ich bin schon so gut, wie ich bin. Bin gut genug. Das ist eigentlich die Information, die Klangwiege gibt und ich natürlich als Therapeutin mit da reinlege. Also das ist ja nicht nur ein Instrument, was das gibt, sondern das ist ja auch immer diese Beziehung, die auch dieses Gefühl entstehen lässt. Erfahrung ist, reicht auch nicht einmal, also man hat ja richtig Lust, das öfter zu machen. Nehme ich an, dass die Patienten auch nicht nur einmal kommen und sagen... Nein. Einmal und dann ist ja erstmal so diese erste Begegnungsschwelle, muss man ja auch erstmal so ein bisschen warm werden mit der Sache, weil die meisten können sich ja gar nichts drunter vorstellen oder sagen so, hätte ich ja nie gedacht, dass sowas dabei rauskommt, das hört man ja häufig auch. Und dann sind sie eigentlich erst bereit, so richtig Erfahrung zu machen. Mhm. Und sinnvoll ist natürlich, sowas 10-mal zu machen, mindestens. Ja. Regelmäßig. Ja, also fühlen Sie sich eingeladen, nehmen Sie Kontakt auf und schauen Sie unten in die Beschreibung. Da gibt es dann weitere Infos, wo man das alles machen kann. Ich freue mich.
Danke. Das war der neueste Beitrag auf dem Altonkanal. Wenn es Ihnen und euch gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns ein Like. Und wir beantworten natürlich auch gerne Fragen, die können Sie einfach unten hinterlassen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.